Willkommen zu einem tollen Game. Und ja, ihr werdet euch denken, wie kann sie das noch nicht gespielt haben? Aber es geht um Stardew Valley. Sehr viele Leute wollten, dass ich es spiele. Eigentlich so alle Farming-Games haben sich laut den Kommentaren an Stardew Valley immer bedient. Und ich muss sagen, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, welches so viele äußerst positive Rezensionen haben. Wir haben hier 509.109 äußerst positiv bewertete Bewertungen. Kürzliche Rezensionen 6.494 sind auch äußerst positiv. Das habe ich so noch nie gesehen auf Steam. Mein Chat freut sich mega. Die sind auch wieder live dabei. Kommt gerne vorbei. www.twitch.tv/live. Mir wurde auch gesagt, man muss anfangs sich ein bisschen reinfuchsen, aber dann ist es absolut insane toll. Das heißt auch, wenn euch das gefällt und ihr künftig mehr Content dazu wollt, sagt mir das sehr, sehr gern auch in den Kommentaren und in Form von Daumen nach oben und lasst Liebe da, dann weiß ich Bescheid. Weil, ja, ihr wisst ja, ich bin gerade ein bisschen in Palia dabei. Das spiele ich gerade auf der Switch, weil ich euch da auch ein bisschen weitere den Progress zeigen will. Also da bin ich gerade auch privat am Suchten, um euch mehr zu zeigen. Aber auch Stardew Valley ist sicherlich ein Game, das ordentlich reinsuchtet. Muss ja, ne? Also ist ja wie bei Dave the Diver, wenn es so äußerst positiv bewertet ist, muss es geil sein. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Es gibt sogar Koop. Sehr cool. Ich wollte auch demnächst mal mit Maxify Starve Together spielen. Don't Starve Together könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber dann gehen wir mal ins Game. Und dann gehen wir mal rein in Neu. Oh, die Musik ist schon süß. Ah, okay, da kann ich mir also einen Charakter designen. Auf jeden Fall, wie immer, Gnu-Drohne ist am Start. Hofname. Gnuelle und mag gerne. Was mag ich denn gerne? Schlafen. Ich habe so schlecht heute geschlafen. Mein liebstes Haustier. Auf jeden Fall Hunde. Gibt es hier auch einen Beagle? Machen wir mal den, der ist irgendwie cute. Ich bin weiblich. Dann kann ich jetzt hier noch ein bisschen meine Haare anpassen. Wobei ich eigentlich Pferdeschwänzchen immer mehr fühle. Ja, da gibt es doch einiges. Das mache ich auf jeden Fall. Oh, da kannst du echt viel einfügen. So, machen wir mal die Augenfarben. Das ist wunderbar. Die Haare vielleicht ein bisschen dunkler. Ja, nein, vielleicht. So. Wie kriege ich denn meine Haare dunkel? Ah, hier. Genau, so. Okay, perfekt. Dann will ich einmal eine blaue Hose. Das finde ich eigentlich ganz schick. Hosenfarbe. Ja, finde ich wunderbar. Und mein Hemd ändere ich noch. Oh, das Geräusch. Leute, das Geräusch. Milch. Es sollte was zu essen sein. Okay, dann mag ich auf jeden Fall Gnu-Milch. So, ich mag Gnu-Milch. Vielleicht kann auch die Hose ändern. Die lasse ich mal so. So, sehe ich aus wie Link. Das mache ich jetzt noch gelb. Kannst du irgendwie ändern? Nee. Schade. Nehmen wir das. Bisschen Zelda-Vibes. Accessoires oder Bart brauche ich keinen. Und dann bin ich okay. Oh, da war noch an der Seite was gestanden. Oh, wahrscheinlich mein Hof, oder? Egal. Und für meine ganz besondere Enkelin. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld. Jetzt hör mir zu. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Und deine Seele wird von der erwachsenen Leere eingenommen. Sind aber beide Prognosen hier, ey. Wenn das passiert, meine Liebe, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Okay. Dann darf ich ihn erst öffnen. Nun lass Opa sich ausruhen. Punkt, Punkt, Punkt. XX Jahre später. Oh ja. Ja, Joja, join the tribe. Work, work. Wir werden beobachtet. Oh Gott.
Oh Gott, ja, genau. Oh mein Gott. Und ich sitze nicht an meinem Platz, oder? Nee, da bin ich. Wie groß sind denn bitte die PCs? Puh. Ich halte es nicht mehr aus. Und wie versifft auch einfach die Tische sind. Life better with ja, jo, ja. Hol ich wahrscheinlich den Brief raus, oder? Ja. Der auch viel größer ist als ich. Liebe Gnutrun, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an dem ich wirklich hingehöre. Ich habe den Vertrag zu jenem Ort beigelegt. Mein ganzer Stolz, Gnu Wellyhof. Es liegt im Sternentautal, an der südlichen Küste. Es ist der perfekte Ort, um mit deinem Leben neu zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es dir. Bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren, mein Liebes. Viel Glück. In Liebe, Opa. PS, wenn Louis noch lebt, sag dem alten Kerl Hallo von mir, ja? No. Ja, den Luxus hat nicht jeder, dass man aus dem Alltag so ausbrechen kann. Den haben die wenigsten. Ja, ich spiele Stardew Valley. Hallo. Ich kleine Stinkies. Ach ja, wie schön. Ich sag ja immer, Leute, man muss echt... Aber für mich ist einfach später klar, ich möchte da leben, wo Berge und Seen sind. Das ist einfach so ein anderes Lebensgefühl. Sternentautal. Genau so. Die Leute haben... Also genau so, wie jetzt ist es. Da kommt dann ein Vogel und setzt sich noch aufs Schild und du denkst dir so... Oh. Hallo, du musst Gnutrun sein. Hi, Robin. Ich bin Robin, die hissige Schreinerin. Bürgermeister Louis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein. Ankunft auf. Der Hof ist dort drüben. Folge mir einfach. Okay. Um die Schweiz, wenn du hast genug Berge sehen. Ja, oder Österreich. Oder Salz. Das ist Gnu Wellyhof, dein Hof. Wow. Ich glaube, da hätte ich mir vorhin, als ich den Charakter ausgewählt habe, einen Hof auswählen können, weil da war doch noch rechts was. Habe ich das falsch gesehen? Was ist los? Klar, es ist ein wenig verwildert, aber unter dem Durcheinander befindet sich guter Boden. Mit ein wenig Fleiß hast du hier im Nu Ordnung geschaffen. Ja, hättest du ja, okay. Aber meins ist doch nicht hässlich, oder? Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Voll geil. Unser Neuankömmling. Hi, was geht? Bestimmt der, den ich grüßen soll. Louis, ja. Willkommen, ich bin Louis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Jeder hat schon nach dir gefragt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis. Na, das ist cute. Also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein. Es ist ein gutes Haus, sehr rustikal. No. Rustikal? So kann man es vielleicht auch sagen. Schäbig wäre wohl ein wenig passender. Wie unhöflich! Hör nicht auf sie, Gnutrun. Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen für das Haus kaufst. Ja, das ist ein guter Punkt. Jedenfalls, du bist sicher müde von deinen langen Reisen. Du sollst dich ein wenig ausruhen. Morgen erkundest du dann am besten ein wenig die Stadt und stellst dich den anderen vor. Das wissen sie sicher zu schätzen. Ja. Einen Kaffee, Tee, Kakao hinstellen. Oh, danke, Dagmeire, das brauche ich gerade. Oh, fast vergessen. Falls du irgendwas zu verkaufen hast, lege es einfach in die Box hier. Ich komme dann in der Nacht vorbei und nehme es mit. Nun, viel Glück. Cuter. Du hast meiner Meinung nach den besten Hof. Also den Standardhof. Warum? Was ist der Unterschied an den Höfen? Oh, süß. Schlafst du voll auf einer Seite nur. Ins Bett gehen. Nein, genug geschlafen. So. Dekorative Schale genommen. Dekorative Stahl. Ach, cool. Ich kann das ja voll easy einstellen. Alles einrichten.
Brauche ich dafür irgendwas zum Öffnen? Vielleicht eine Axt? Finde ich schon mal sehr gut, dass ich alle meine Sachen schon habe. I like. Kann ich Fernseher anmachen? Hm. Ich kann alles umdekorieren. Das ist ja voll cool. Wie drehe ich die Sachen? Ich bin schon einfach wieder wo komplett anders. Ich gehe mal raus jetzt. Ich mache meine Mission. Der Standardhof ist irgendwie am schönsten aufgeteilt und für das erste Durchspielen am besten, denke ich. Okay, gut, dann habe ich ja nichts Falsches gemacht. Kommt immer drauf an, was man mehr will. Es gibt zum Beispiel auch eine Beachfarm. Oh, da kann man mehr fischen. Nice. Oh, das ist ja richtig cute. Okay, heißt es, ich kann das hier schon mal so ein bisschen aufräumen, theoretisch? Oh ja. Okay, das heißt, die macht man damit kaputt. Die Sichel dann hierfür. Oh yeah. Okay, das Looten macht auch schon mal richtig Bock. Patz. Patz, patz. Weg mit euch. Weg. Ich habe hier auch alles. Ein See, das ist ja voll nice. Eine Angel habe ich aber noch nicht. Dann kann ich quasi mit der Axt. Aber ich habe keinen der Hacke. Ich habe also jetzt noch nichts, wo ich den Stein mit... Ach doch, hier. Spitze. Pickaxe. Bleb. 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 Oh, die Geräusche, Leute. Oh yeah. Ist ein bisschen wie Minecraft, ne? Okay, das ist wahrscheinlich für die Schaufel. Die habe ich auch noch nicht. Okay, wir gehen jetzt mal in die Stadt. Ich habe hier eine Aufgabe. Sag Hallo. Es wäre eine nette Geste, dich hier in der Stadt vorzustellen. Manche Leute sind eventuell etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, den Neuen zu begrüßen. Ich auch. Also ich merke manchmal echt, ich bin manchmal mega, also gerade so im Stream und so, ich rede halt den ganzen Tag und ich merke manchmal abends habe ich gar keine Lust zu reden und zu socializen. Und ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie... Ich bin schon eher extrovertiert, aber wenn ich jetzt in Gruppen bin, merke ich richtig, dass ich irgendwie introvertiert bin. Das ist total seltsam. Also dann ziehe ich mich irgendwie erstmal ein bisschen zurück und weiß nicht, was ich so... Ich weiß schon, was ich reden soll, aber ich kann es irgendwie schwer beschreiben. Ich bin da manchmal einfach ein bisschen komisch und müde. Komme ich denn in die Dinge rein? Gar nicht. Es hat noch zu, deswegen ist da ein Schloss dran wahrscheinlich. Kann ich in fremde Häuser? Same. Fühlt ihr? Hey, du bist also das neue Mädchen, hm? Wir werden sicher gut miteinander auskommen. Ich heiße Alex. Kann ich in dem Spiel shippen? Ach, mit Rechtsklick, nice. Kann ich in dem Spiel shippen? Okay, dann gehe ich mal in dein Haus, um zu klären, ob du... Oh ja, der hat... Oh, geil, das kannst du ja voll geil einrichten. Hey, Bro. Ha, es ist nervig, all diese neuen Leute kennenlernen zu müssen, nicht? Mein Name ist übrigens George und jetzt zisch ab. Ich muss auch sagen, es wäre für mich so furchtbar, wenn ich gerade in meinem Zimmer sitze und fernsehe und da kommt jemand Fremdes rein und labert dich voll. Ups. Ich wollte sie nicht ermorden, Lady. Ah, hallo und willkommen in unserer kleinen Gemeinde, mein Kind. Du kannst mich Oma nennen, wenn du willst. Mmh. Voll schön, voll süß kann ich auch. Du bist nicht genug mit Alex befreundet, um sein Schlafzimmer beizutreten. Aber mit denen, um alles zu durchsuchen, oder was? Ich denke, du bist in dem Fall ein eher ambivertiert. Was ist denn das? Ach, vom Ambiente her, meinst du? Ja, es gibt manchmal Tage, an denen kann ich nicht socializen. Da muss ich richtig für mich sein. Da kann ich nur die Ängsten der Ängsten um mich rum haben. Ich bin da so weird. Da kann ich nur was kaufen. Kann ich auch mit dir reden? Bro? Nee, kann ich nicht. Wieso kann ich mit dir nicht reden? Ach gut, wir haben sogar hier ein Krankenhaus. Brauche ich ein Krankenhaus? Ich muss hier nach hinten vordringen, um mit ihm zu reden. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin Harvey, der Arzt der Stadt. Sei nicht so unhöflich, hier überall durch die Gänge durchzugehen, um hinter ihn zur Theke zu gehen und ihn voll zu labern. Aber die Leute sind hier schon sehr nett. Ich sag immer, die Batterie ist leer, wenn man zu viel mit Kontakt war. Ja, mein Partner ist das Spiel komplett anders, ne? Also der ist so ein Süßi. Der versteht sich mit allen gut. Und wenn man mit denen auf eine Party geht, danach lieben ihn alle. Und das ist echt, der braucht es voll. Oh, hallo, ich bin Gus, Chef und Besitzer der Kneipe zum Sternfall. Ja, schön. Ah, Bürgermeister Lewis hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Marnie. Oh, stimmt ja. Ich habe gehört, dass jemand auf den alten Hof zieht. Abigail. Also kann ich eine Beziehung führen? Soll ich jetzt chippen, lieben, heiraten, aber bevorzuge andere als Alex? Der ist ein bisschen langweilig. Okay, wie wär's mit Abigail? Hey, du bist Knutrun, die neue Bäuerin, oder? Ich bin Pierre, der Besitzer des öffentlichen Gemischtwarenhandels. Wenn du Saat brauchst, ist mein Laden der richtige Ort dafür.
Ich verkaufe dir auch deine Erzeugnisse zu einem guten Preis ab. Okay. Und wie ist es, wenn ich jetzt einen Typen oder eine vergebene Person will? Das geht nicht, oder? Also nicht, dass ich das vor... Was ist denn das hier? Eine Kirche? Aber also nicht, dass ich das vorhab, aber ich frag nur so einen Freund. Nein, leider nicht, sagt ihr. Warum? Gibt es jemanden, den ihr gerne shippen würdet, der schon vergeben ist? Oder die? Spiel Epic Game? Deiner Freundesliste steht, wer Single ist. Echt? Es ist verschlossen, geöffnet von 12. Hey, du! So. Oh, ich wollte dich nicht ermorden. Hey, ich bin Sam. Warum sehen die alle aus wie Saiyajins? Nett, dich kennenzulernen. Leben wir noch in den 90ern? Vergebene nicht, nein. Manchmal will man einfach der neue Rizzle am Dorf sein. Genau, Riz. Hey, Kind, ich heiße Pam. Pam, zeig mal deinen Trailer. Boah, voll der Riesentrailer. Oh, ich kann mich da hinsetzen. Süß. Okay, ist cute. Cute, cute, Pam. Cute. Da unten geht's auch lang. Süßen wir da mal hin. Verkaufe deine Ware nicht an Pierre, sondern lege sie in die Kiste vor deinem Haus ab, so verdienst du mehr. Geiler Tipp, danke. Ist auch niemand? Voll die süßen Häuschen. Ist ja toll, dass man die so einrichten kann. Und wer bist du? Penny. Oh, hallo, ich bin Penny. So, da haben wir hier noch jemanden. Warten Sie. Drehen Sie sich um. Ich verkaufe. Ah, das war Marnie. Marnie. Genau. Nutztiere. Wow. Da ist noch jemand. Hallo? Emily, ich kann es in deinem Gesicht ablesen. Dir wird es in Pelikan gefallen. Falls du nach irgendeiner Aktivität für diesen Abend suchst, schau mal in der Kneipe vorbei. Dort arbeite ich. Oh. Noch nicht gut genug mit ihr befreundet, okay. Die hat also zwei Eltern, nehme ich an, weil das ist noch ein großes Bett. Oder sie ist eine Mutter. Und seit wie vielen Stunden habt ihr schon so ein Stardew Valley? Und was hält einen so lange dran, das zu spielen, dass es nicht irgendwann so ist, dass man sagt, jetzt habe ich genug gespielt? Also, warum spielt man das seit Jahren? Oh, sorry, ich wollte dein Kind nicht ermorden. Das Kind redet nicht mit mir. Hey, Kind. Oh, jemand Fremdes. Mein Name ist Vincent. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber du siehst in Ordnung aus. Du hast gerade nur 10-mal versucht, mir die Axt in den Kopf zu hauen. Das hast du richtig beobachtet, mein Freund. Mother? Oh, du bist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das ist okay, ich bin Jodie. Soll das heißen, ich bin keine optische Konkurrenz? Du kannst deine eigene Familie aufbauen. Ich kann auch Kinder bekommen. Hab 100 Spielstunden. Durch Mods, was kann man mit den Mods machen? Um die 100 Stunden, es gibt super viel, was man freischalten kann. Der Story und das ständige Verschönern des Hofes ist super. Okay, ist doch toll, wenn ein Game so lange bei Stange hält. So, da haben wir Kühe. Kann ich mir da auch eine nehmen? Oh, süß. Oh, von der Riesenhof. Okay, wer lebt hier? Wahrscheinlich diese Nutz. Hier, Farm. Ah, guck mal, da ist doch sie. Sie hat es doch gerade erzählt. Marine oder so war das doch. Macht sie gerade ein Mikro. Aber da kann ich gar nicht reden. Okay. Riesenbuden haben die. Zwei Kinder kann ich haben. Cute. Und wo sehe ich, mit wie vielen Leuten ich jetzt geredet habe? Hier, wer ist denn Single? Alex ist ledig. Harvey ist ledig. Abigail. Oh, Abigail ist ledig. Saiyajin ist ledig. Aldi ist ledig. Und Emil. Oder Emil? Emily. Emily. Emily ist auch ledig. Ja, sind schon noch einige Single hier, ne? Und ich muss noch voll viel. Muss ich alle finden? Fehlen ja noch voll viel. Streaming-Pläne gibt es wieder ab Montag. Aber ich bin auch morgen wieder. Morgen bin ich nicht live. Aber am Donnerstag wieder und am Freitag. Das ist ein ganz langes Stream. Für euch. Und mal hier unten, da ist noch jemand. Eine Fotografin. Oh, du bist das neue Bauernmädchen, oder nicht? Ja. Hast du ein Problem damit? Wir gucken, ob es hier unten noch irgendwo... Oh, es ist riesig. Das ist ja eine Riesen-Map. War da oben nicht auch noch jemand? Gibt es hier auch wieder... Hier gibt es doch bestimmt auch irgendwo eine Höhle, oder? Boah, was ist denn das?
Gibt's auch neue Bewohner, die hierher ziehen können? Oder was ist das hier? Okay. Das ist ja gigantisch. Wo ist denn die Musik hin eigentlich? Ich brauche meine Musik! Dann mache ich euch einfach die Soundeffekte lauter. Um links ist der Zauberer. Ah, okay, da gehe ich da noch hin. Zum Zauberer. Die Höhle ist oben. Haben wir irgendwo eine Map? Oh ja, da. Boah, ist sie riesig. Kann man später auch sich hinteleportieren irgendwo? Oder ich glaube, man hat später Pferd, gell? Dann geht es schneller. Als Tipp, lass das Gras auf dem Hof stehen und mach es erst weg, wenn du ein Silo gebaut hast. Dann wird daraus automatisch Tierfutter. Oh, okay. Good to know. Merci. Genauso wie, dass ich mein Zeugs lieber in die Kiste packe, als die irgendwem zu verkaufen. Ali ist am Anfang ein bisschen fies, aber hat huge Character Development. Oh süß, habt ihr das schon analysiert? Warum kann ich das nicht lesen? Hof. So, wo ist jetzt der Zauberer? Links. Ach da, ich sehe es. Gehen wir mal in den verzauberten Wald. Hey, ich habe damals so einen gruseligen Film gesehen, als ich ein Kind war. Vielleicht kann mir jemand sagen, wie das hieß. Und zwar war das ein Mädchen. Und es sah genauso aus wie das Haus. Und das Mädchen hieß Emily. Und Emily hat einen roten Handschuh von ihrer Mutter gehäkelt bekommen. Und Emily hat dann ihrer Mama versprochen, die roten Handschuhe nicht zu verlieren. Emily hat einen Handschuh verloren und dann kam ein alter Mann und hat ihr den roten Handschuh wiedergegeben, hat gesagt, ich gebe dir nur den Handschuh, wenn du mir versprichst, dass du niemals jemandem sagst, dass du ihn von mir hast. Ansonsten komme ich dich abends holen. Emily nimmt den an, verspricht es ihm, ist beim Abendessen, auf einmal verplappert sie sich und sagt, übrigens, oh stimmt, der ist nicht daheim. Da sagt sie außerdem, Mama, ich habe ihn von dem alten Herrn da oben bekommen. Und dann macht sie so, oh, verdammt, das habe ich gesagt. Aber wird schon nichts passieren. Und dann kommt der nachts und holt die sich. Und dann sieht man den wippend vor seinem Kamin und so einen Weihnachtsbaum mit ganz vielen Habseligkeiten von Kindern, die er entführt und getötet hat wahrscheinlich. Das soll dir quasi sagen, wenn dir jemand ein Geheimnis anvertraut, dann sag's nicht. Aber ich finde manchmal diese Moral von der Geschichte wie Struppelpeter ganz schön grausig. Kennt jemand das? Weiß jemand, wie das heißt und was ich da gemeint habe? Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Okay, meine Spitzhacke ist zu schlecht. Ich muss mich hier erstmal durchwursteln. Wo ist eigentlich die Musik? Musik! Wo bist du? Die roten Handschuhe heißt es. Oh, das ist so gruselig. Die roten Handschuhe. Guckt euch an. Lehret und lernet. So, und manche Dinge muss man halt, also klar soll man Geheimnisse für sich behalten, aber wenn jetzt einer mir erzählt, hey, ich habe gestern den und den umgebracht, ja, dann wird's halt schwer. Deswegen habe ich auch damals meinen Freunden immer gesagt, wenn ihr irgendwie jemanden, oh, guck mal, hier kann ich wahrscheinlich dann meine Tiere reinpacken. Wenn ihr irgendwen mal betrügt oder sonst was, erzählt's mir nicht, weil das werde ich nicht für mich behalten, wenn ich jetzt beide Paare kenne und einer geht den anderen fremd. Sowas kann ich nicht für mich behalten. Also so absolut betrügerische Sachen, das behalte ich nicht für mich. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde dann sagen, okay, dann gebe ich dir jetzt 2-3 Wochen Zeit, sag's der Person selber, weil ich habe dann zu ein schlechtes Gewissen. So, kann ich hier ins Zelt rein? Oh, hallo. Jemand Fremdes? Hallo. Oh, ich gehe gleich wieder. Ganz weirde Situation. Ganz, ganz, ganz weirde Situation. Was war denn das? Unten ist auch noch was. Muss vor 2 im Bett sein. Sonst fälschst du um. Echt? Okay. Wenn du Unkraut mit Sichel wegmachst, kostet das keine Energie. Ach so, ups. Verschlossen. Okay, ich gehe jetzt nach Hause. Ich dachte, ist es die Aufgabe, alle zu finden, aber wahrscheinlich dann nicht. So. Der Game-Sound ist ganz schön laut irgendwie, oder kommt mir das nur so vor? Ich habe es ein bisschen lauter gemacht für euch. Hallo, Pelti. So, dann gehen wir mal ins Bettchen. Es gibt nichts, was mich weniger aggro macht, wie wenn ich im Bett liege und schlafen möchte und dann fängt irgendjemand an, unter der Wohnung oder so bei dir zu bohren. Furchtbar. So,
So, ja, ich möchte schlafen. Ich habe jetzt halt nicht alle gefunden. Die Bewohner zweimal anklicken, dann reden sie mit dir. Ah, okay. Okay, wieso kann ich das Paket nicht aufmachen? Ah, jetzt. Yay, ich habe Samen bekommen. Zitronen, Pastinaken. Du hast Samen für Pastinaken erhalten. Hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Bürgermeister Louis. Ach, das ist aber lieb. Okay, kann ich mir das jetzt hier irgendwie packen? Mei, ist das süß. Und das kann man auch zusammenspielen. So, dann nehme ich meine Pastinaken. Boah, das geht auch alles so schnell, ne? Aber ich muss noch mehr hacken. So. Ups. So, meine ersten Anfänge, Leute. Ich bin so aufgeregt. So. So kann ich hier nicht mehr. Achso, ich muss immer hier hin, ne? Dann geht es auch. Okay, interessant. So. Und dann gieße ich die Sachen jetzt auch erstmal. Süß. Kommt im Laufe des Spiels auch mehr Stamina. Kann ich die auch tot gießen? Ich würde dir raten, jeden Tag fernzusehen. Okay, weil erfahre ich dann was vom Wetter. Wetterbericht. Willkommen bei Kosu 5, deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Wahrsager. Ah, ich fühle, dass ein neuer Zuschauer hinzugekommen ist. Eine junge Dame aus dem Sternen-Tautal. Willkommen, willkommen. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Was bedeutet das? Wir verlassen. Ah, ich kann auch gedrückt halten. Okay, nice. Ich will was hacken. Ich habe noch nichts gehackt. Hopp, flop. Voll süß, so. Form. Wettergeschichte, Wahrsager-Tipps und Farm. Okay. Und kann man das auch zusammenspielen? Und wenn ja, wie sieht es aus? Kann man dann zusammen mit jemand ein Bettchen teilen und sich zusammen eine Farm aufbauen? Spielt man da zusammen dann die Story durch? Oder wie funktioniert der Multiplayer? So, wir haben eine Nachricht. Hallo, ich bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich, Willy. Okay, der Strand ist hier unten. Dann let's go. Gehen wir mal hier. Wir gehen einfach hier oben lang. Ja. Zusammen auf einer Farm. Und man kann das Bett teilen. Süß. Ich spiele es mal mit Maxi. Das wäre richtig cute. Aber erstmal Don't Starve Together mit ihm. Dann muss ich ihn jetzt erstmal dazu bringen. Und halt alles miteinander, auch sein Bett. Und die Story spielt man auch zusammen. Mitspieler hat eine kleine Hütte auf deinem Hof und ihr spielt Koop. Das ist ja total süß. Was ich immer bei Animal Crossing eigentlich gewünscht habe. Ich habe mir immer gewünscht, dass man wirklich zusammen eine Map baut. Und dass man zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, was ist denn das hier? Dass man zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, dass wenn der eine offline ist, der andere weiterbauen kann und so. Weil das hätte ich so gerne mit euch und der Community gemacht. Also mit euch, der Community. Dass man sich zusammen so eine coole Map baut oder sowas. Das fände ich wirklich nice. Da war ich, glaube ich, schon drin, oder? Ja. Aber den kenne ich. Doch, den kenne ich schon. Das ist ja der Bürgermeister. Die Nacht war wunderbar. Das hätte ich richtig toll gefunden. Und dass man irgendwie auch die Möglichkeit bekommt, Animal Crossing in so einem Schnellbaumodus zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Man bekommt nur die Möglichkeit. Man muss nicht. Aber dass man maximal 4 Spieler... Ach, 4 Spieler können auf Stardew Valley spielen? Ahoi, Frühlein. Hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach einem ganzen Monat auf der salzigen See. War ein ziemlicher großer Fang. Hab eine Menge guter Fische gekauft. Endlich genug gespart, um mir neue Angeln zu leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von deinem Laden. Du erhältst Bambusstange.
jetzt lerne ich wahrscheinlich angeln. Hier im Tal gibt es gutes Wasser, alle möglichen Fische. Ah ja, mein Laden ist jetzt wieder offen, also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn es stinkt, verkauft sich's bestimmt. Hoho, das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Mhm. Willi, die alte Ikone. Zusammen macht's auch richtig Spaß. Hallo Zoe. Oh, das glaube ich. Schon cool, dass man das machen kann. Heute kommt übrigens das Video, Zoe. Nochmal vielen Dank, dein Interview war 1A. Man hätte es nicht besser machen können. Kann ich denn hier alles kaufen? Korallensuppe, Bambusstange. Boah, die ist ganz schön teuer. Okay. Nee, danke, Bro. Oh, ich liebe Möwen. Ich liebe Möwen so sehr. Möwen sind einfach classy. Kann ich die Muscheln einsammeln? Nee, ich bin schon voll. Was ist das hier? Seine Hut, oder? Da gehe ich jetzt mal rein. Verschlossen. Nur Freunde. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich reparieren. Und dann hier mit 300 Stücken Holz könnte man das hier reparieren. Hm, 300. Hui. Okay. Not ready for this. Okay, was ist das hier? Okay, nicht. Gut. Dann gehen wir mal weiter und angeln mal. Würde ich angeln jetzt hier einfach mal. Ich habe so eine Bambusstange. So, und wie hole ich die ein? Oder müssen ja auch Fische zu sehen sein? Weil irgendjemand hat schon angedeutet, dass das Fischen nicht so geil ist. Oh ja, ich habe es gesehen. Plopp. So, mal gucken, wie ich das mache. Ob ich das reinziehe oder muss ich es einfach nur vibraten lassen? Brrr, hat's gemacht. Hm. Bam! Also ich glaube, da ist einfach nie was dran, oder? Seht ihr jetzt, dass ich scheiße bin? Ich glaube, die will irgendwas von mir, oder? Ich muss schneller sein. Da kommt einfach nichts mehr. Ah, jetzt. Oh, und jetzt? Ah, hä, was muss ich jetzt machen? Klicken? Um die Leiste anzuheben, loslassen und senken. Leiste hinter Fisch halten. Ach so, oh shit. Ach, hinter Fisch halten. Ach so, dass die Leiste drin ist. Ah, jetzt. Ja, hui. Tauschen wir das mal ein gegen das hier. Oder wohl gegen was? Ach komm, gegen die Muschel. Ach. So, wunderbar. So, Girl, was willst du? Ah, oh, hallo, Elliot, Girl. Ups. Der neue Bauer, den wir alle erwartet haben und dessen Ankunft viele Konversationen entfacht hat. Ich bin Elliot und lebe in der Kleinhütte am Strand. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ist Elliot Single? Das Allerwichtigste. Elliot ist 100% Single. Es war klar, dass er Single ist. Na klar. Darf ich dir eine Muschel schenken? Oder dich angeln? Komm, ich angel dich, Bro. Als ob sich Elliot mit dem Bauerngirl abgibt. Sorry, war dumm, nur wegen der Erscheinung, das jetzt zu bestimmen, aber... Er hat dich misgendert und du ihn. Stimmt, er hat mich nicht Bäuerin genannt. We are even. Hat er mit Absicht gemacht, er hat uns zugehört. Elliot hat richtig Riss. Aber ich glaube, Elliot ist auch richtig arrogant. Erstmal alle Vorteile rausholen, die es gibt. So. Okay, da finde ich doch schon neue Leute. Eine Bibliothek. Haben wir schon geredet? Nee, Penny haben wir schon geredet. Mit ihr glaube ich aber auch schon. Ah, sorry. Jess habe ich noch nicht. Hi. Also an Resco und Virgil kommt halt nichts ran. Die sehen auch beide einfach gleich aus. So, kann ich mit dir bitte reden? Oder muss ich dich auch erst angeln? Wieso kann ich nicht mit ihm reden? Ich muss ihn einfach doppelt anklicken, ne? Warte mal. Hallo, willkommen im Sternentower-Tal.
Tautal, Archäologenbüro. Das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit der ganzen Sammlung aus dem Staub gemacht. Wir haben keine Artefakte, die wir ausstellen können. Aber ich hoffe, wir können das bald ändern. Okay. Also mal ganz, ganz ehrliche Frage in den Chat und an alle, die in die Kommentare schreiben. Wer von euch hat Elliot gedatet? Tut mal nicht so jetzt. Tut nicht so. Verlassen. Ich will mit dir reden. Oh, hi. Ich bin Clint. Wunderbar. Unangenehme Ruhe. Wir gehen weiter. Elliot war mir immer zu komisch. Mein Lover, die sind immer Sam und Sebi. Ich date Sebastian. Ich date Alex. Elliot auf die Eins. War mein Mann seit Anfang. Und wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Alex ein Kind kriege oder mit Elliot, sehen die dann auch anders aus oder kommen da immer die gleichen raus? Ich hatte schon lange Sebastian, immer Sam oder Haley gedatet. Shan. Okay, was ist mit Elton? Willkommen in Joja-Markt. Wie geht es dir heute? Warte mal, Joja? Ich denke nicht, dass wir uns schon mal getroffen haben. Ich bin Morris, Repräsentant für Joja, Kundenzufriedenheit. Dafür habe ich doch gearbeitet. Wenn du dich dazu entschließt, ein Joja-Mitglied zu werden, werde ich deinen Beitritt mit Freunden unterstützen. Habe ich nicht dafür gearbeitet? Boah, ist richtig still hier, ne? So traut sich auch keiner zu husten irgendwie. Erstmal die Axt ins Gesicht hauen. Rede mit mir! Rede mit mir! Nee, ich will nichts, ich will mit dir quatschen. Mit manchen kann ich nicht reden. Die Kinder tun sich optisch nicht viel. Okay. Werden die auch erwachsen? Hey, du schnüffel nicht im Wohnwagen rum, während ich weg bin. Kapiert? Oh, sorry. Oh mein Gott. Die hat das hat die eine Kamera da installiert? Okay, alles gut. Hey, der hört sich an wie Thaddäus. Shane ist hart bei der Arbeit. Er scheint kein Interesse an einem Gespräch zu haben. Das ist also der, den ihr meint. Ach, der Shane, ne? Der hart an der Arbeit ist und der kein Interesse an uns hat. Der ist natürlich wieder besonders interessant, ne? Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Immer die einsamen Wölfe daten. I know, I know. Das ist wirklich Thaddäus. Das Kind wirkt irgendwie abwesend und traurig. Ach, das ist Abigail. Huch, sorry. Oh, ich bin gerade nicht gut drauf. Oh ja. Sorry. Ah, ist doch ein Kind. Abigail ist doch ein Kind. Warte mal, habe ich mich vorhin strafbar gemacht? Abigail ist doch ein Kind, oder? Ah, nee, die ist ledig. Also es wird ja bei dem Kind nicht stehen, dass sie ledig ist, oder? Was soll der Fisch jetzt? Vielleicht kann ich den Elliot anbieten. Das ist der Geruch einer richtigen Bäuerin. Liebe mich. Wenn du dich mega gut mit Shane anfreundest, hört er auf, in dem Markt zu arbeiten und er schenkt dir später blaue Hühner. Oh, what a man, what a man, what a man. Es gibt nicht schön, dass Männer einen blaue Hühner schenken. Was ist das hier? Eine Schule, oder? Nee. Tell me more about Shane. Shane ist der psychisch Kaputte. Wenn du dich mit ihm anfreundest, gibt es einen Sui-Versuch in der Story. Was? Ist ja voll sad. Ernsthaft? Hello. Grüße, ich bin Demetrius, örtlicher Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich vorstellst. Schade, nicht Single, oder? Ich muss gleich mal die Lage checken, ganz ehrlich, das gehört... Ach, kacke, er ist nicht Single. Mann, ey. Aber dass es auch nicht die Möglichkeit gibt, dass die sich trennen. Nicht, dass ich das vorhätte. Ah, okay, das ist das Haus. Damit du mehr Platz hast... Fälle morgen ein paar Bäume und kau dir eine Kiste. Gute Idee, das mache ich jetzt. Oh, was ist denn das? Ein Rieseneichhörnchen! Warte mal. Komm da raus, du Stück. Ist es jetzt tot? Haben wir es jetzt ermordet? Naja, ich hätte aber auch gerne das ich hätte gerne auch das Harz. Ich mach mal die Kohle weg, oder? Oder was ist das? Lehm? Oh, Lehm ist so selten. Mann, warum ist so eine kleine Tasche? Oder Fasern? Ach komm. Oder ist das Harz überhaupt? Ach komm, wir lassen es.
weiß, wo ich das Harz finde. Das kann ich auch alles rauspflücken. Das macht mich richtig irre. Erstmal Eichhörnchenopfer losgemacht. Es kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt. Der Typ erinnert mich irgendwie an meinen Opa. Der hatte auch jeden Tag den Schlafanzug einfach an. Mein Opas Türke. Ach, der hat Sträucher an. Das passt ja noch besser. Nee, mein Opa war so cool. Der hatte immer einfach seinen Schlafanzug an. Und meine Oma hat es auch gemacht. Und die hatten immer ihre Schlafanzüge an und haben einfach immer ihre Tageskleidung drüber gezogen. Und den Schlafanzug angelassen. Und sobald die zu Hause waren, haben sie die Alltagskleidung abgestriffen, war wieder im Schlafanzug. Ist schon echt ein geiler Lifestyle. Ja, das Eichhörnchen ist einfach verschwunden. Aber okay, jetzt gucken wir mal, was unsere Sams machen. Meinen fruchtbaren Boden, den ich später einmal Elliot präsentieren möchte, um ihn zu zeigen, dass ich eine fruchtbare Person bin. So, ich baue jetzt mal eine Kiste. Wo baue ich mir denn was? Tor, Holzzaun. Ich kann mir keine Kiste, um deine Gegenstände aufzubewahren. 50. Ach, so viel Holz brauchen. Oh nein, es wird dunkel. Aber wir machen uns schnell eine Kiste. Kannst später Kisten bauen. Nein, jetzt. Das ist das Geräusch, wenn ich meinen Kopf wieder gegen die Wand schlage, weil irgendwas nicht klappt im Leben. Und das ist dann, wenn die Schädeldecke aufkracht. Oh, ich liebe das Geräusch, das ist so geil. Bom, 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 bom. Man kriegt ja doch relativ schnell Holz. Also ich finde jetzt den Anfang eigentlich voll easy. Ich finde das jetzt nicht online, ich fühle mich überanstrengend. Komm jetzt, mach. Girl, no excuse. Boah, ich bin richtig fertig. Boah, ich kollabiere gleich, ich bin schon blau. Oh nein, das bin ich nach einem Stairmaster, nach einer Stunde Stairmaster. Muss ich das hier irgendwie noch bewässern? Nein. Oder? Nee, die sind ja noch alle komplett. Der Boden ist doch voll. Oh nein. Nein, ich kipp um. Nein! Nein! Oh mein Gott, ich bin zusammengebrochen. Hey, draußen auf dem... Wer hat mich denn ins Bett getragen? Ah, das war doch bestimmt Elliot. Ah, shit. Da liegt kein Elliot neben mir. Das müssen wir ändern. Es regnet. Wetterbericht. Willkommen bei Kosu 5, deiner Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten, Unterhaltung und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig. Okay, Vorhersage, ja, ich kann die Geister flüstern hören. Die Geister sind heute etwas genervt, das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Und woran merke ich, dass die genervt sind? Das ist eine berechtigte Frage. Ich mache jetzt erstmal wieder alles kaputt. Zerstören! Ich trinke aus der Blumenvase. Ja, ich trinke aus meiner Karaffe. Wenn es mein Partner sieht, dreht er wieder durch. Ich habe so eine ganz abartige Flasche zu Hause. Also manchmal bin ich schon echt eklig. Muss ich jetzt die Sachen bewässern? Nee, oder? Weil es regnet ja. Manchmal bin ich schon eklig. Ich habe so eine Flasche. Das ist meine Flasche, ja. Meine Stinky-Flasche. Und aus der trinke ich gern. Und mein Partner hat den Tick, dass er immer an Flaschen riecht. Und ich habe Knoblauch gegessen und aus meiner Stinky-Flasche getrunken. Das hat wahrscheinlich so abartig gestunken. Also wie gesagt, du bist doch eklig. Aber es war meine Flasche. Ich habe halt am Samstag war ich bei meinen Eltern und da kamen halt unsere ganzen Verwandten und die haben halt Baklava und ganz tolle Sachen gemacht mit ganz viel Knobi. Und da habe ich halt mit Knoblauch aus meiner Stinky-Flasche getrunken. Und das ist jetzt übrigens auch meine Stinky-Karaffe. So. Minutrun, du hast Glück, dass ich dich letzte Nacht gefunden habe. Ach, verdammt, das war Linus. Du warst ohnmächtig und jemand hat deine Taschen durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld er mitgenommen hat, aber er ist sofort weggerannt, als ich näher kam. Was? Ich werde überfallen? Ich dachte, ich bin hier in Happy Will. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du mit den Grundlagen anfangen. Benutze deine Hacke, um das Feld zu bestellen. Benutze dann eine Saat auf dieser Erde, um etwas anzupflanzen. Das mache ich doch. Schaut das Spiel mir nicht zu? Ich bin entsetzt. Ich wurde beraubt. Der Schein drückt immer. Das war bestimmt Elliot. Der wollte nur mal meine Tasche fassen. So, Kishti. Aber die Kiste kann ich schon draußen hinbauen, oder? Die nimmt mir jetzt keiner weg. So Schweine. Ich dachte, ich bin entsetzt. Wie komme ich denn an meine Kiste ran? Auf zu bewässern. Geh an die Kiste. Wie kann ich die öffnen? Inventar voll. Ich will doch nur an die Kiste ran. Ah, jetzt. Nee.
organisieren? Wie schmeiße ich Dinge in die Kiste? Naja, du bist immer noch Untermensch. Warum? Der Mensch sagt von mir. Du hast sie jetzt nur gedroppt, aber nicht aufgestellt. Ach so, shit. Jetzt bin ich schon wieder voll. Okay, wie tue ich die jetzt platzieren? Ah, so. Ach, die muss ich drinnen platzieren? Ah, hier geht es. Oh. Oh, Fischi, Fischi, Fischi. Habe ich eigentlich auch irgendwie Hunger oder gibt es das nicht? So, lass mal gucken. Plopp. Kann man das irgendwie auch einfärben? Ah, ich kann die auch einfärben. Beautiful. So, ich mache die blau. Blau für den Anfang. Wunderschön. Immer wenn du durch Erschöpfung umfällst, wirst du ausgeraubt. Oder der Arzt findet dich dann und wird dir auch Geld abziehen. Ich abzocke. So, was war jetzt nochmal die Aufgabe? Genau, ich mache das ja gerade. Das habe ich schon. Ich habe erst 24 Leute noch nicht gefunden. Eine Pastinake. Genau, das mache ich gerade auch. Das heißt, wir müssen noch Menschen finden, mit denen wir sprechen können. Die Kiste ist jetzt eine schöne Stolperfalle, für wenn der Bürgermeister nachts die Truhe abholen will. Tut er das? In die ganz große Kiste packst du die Sachen, die du verkaufen willst. Ja, stimmt. Da war ja was. Ich pflück jetzt mal noch ein paar Sachen. Oh, ich freue mich schon so auf Herbst, wenn ich hier den Regen sehe. This is so beautiful, my friend. Kann ich mir die holen? Ja, Blumi. Kann ich jemand eine Blume schenken? Ist niemand draußen. Wer fehlt denn noch? Sehe ich das auf der Map? Da oben ist auf jeden Fall eine Höhle. Da gehe ich jetzt mal hin. Da ist doch bestimmt irgendjemand. Die Blümchen kannst du auch einsammeln. Das gibt Geld. Nein, ich möchte schenken. Was bewegt sich denn da immer so? So, da oben war ich noch nicht. Gehen wir mal hier lang. Und das kann ich, das wollte ich auch ausrupfen. Hey, der Baum ist wieder da. Was ist das? Okay. Und das sind so komische Schreine. Was mache ich damit? Ich habe so viele Fragen. Beim Ausrufezeichen siehst du das. Ah. Sag hallo. 24 Leute, aber da steht nicht wen. Und da fehlen ja noch Menschen. Da kommt jetzt wahrscheinlich nicht rüber. Aber da oben ist auf jeden Fall noch was. Da muss ich hin. Da war ich noch nicht. Bevor ich da hier... Was war denn das für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Gibt es auf der Insel irgendwie Geister? Jede Jahreszeit bringt andere sammelbare Objekte mit sich. Ich empfehle, hier von jeder mindestens eine aufzuheben. Weil es bestimmt irgendwann dann so Quests gibt, wo die sagen, hey, es ist Winter, aber ich will Erdbeeren. Du denkst dir so, oh no. Ich komme hier überall nicht rüber. Das ist ja voll furchtbar. Wie komme ich denn jetzt... Ah, hier. So, aber ich will da nämlich hochgehen. Vielleicht ist jetzt auch jemand anderes im Supermarkt, den ich noch nicht gefunden habe. Oder sind da immer die gleichen? Und mit ihr? Kann ich mit ihr nicht reden? Weiß es jemand? Weil irgendwie hat sie keinen Bock auf mich. Und er? Shane ist hart bei der Arbeit. Er hat schon wieder keinen Bock mitzureden. Undankbar. Achte rechts unten auf deine Energie. Ach, hier. Meint ihr das? Boah, ich bin ja schon wieder fast am Kollabieren, oder? Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Hier ist auch die Schreinerei. Bücherei. Da war ich überall schon. Mit ihr kannst du reden, wenn du den Expand-Mod hast. Und warum nur mit Mod? Auch niemand Neues da? Gehen wir nochmal an den Strand. Aber gut, wenn Regen ist, sind die meisten Leute wahrscheinlich zu Hause. Vielleicht treffe ich da noch jemand an. Hier ist ein kleines Grab. Vielleicht die ganzen Spieler davor. Mir einfach reinplatzen kann. Der Kneipe sind abends so gut wie alle. Wo ist denn die Kneipe? Weingasse. Gemischtwarenladen. Oh, hier war ich noch nicht drin. Guck mal, da steht auch noch nichts dran. Kann es sein, in den Häusern, wo nichts dran steht, war ich noch nicht drin, gell? Da oben war ich noch nicht. Hier steht ein Wäldchen. Da steht nichts dran.
Blue Valley Hof. Ich habe einfach mal das größte überhaupt von allen. Leas Hütte. Ranch. Kneipe. 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 Oben kannst du noch nicht. Okay, passt deine Energie noch. Okay, freitags. In der Kneipe sind abends alle. Freitagabends die Kneipe voll. Wo ist denn die Kneipe? Ich gehe mal da hoch. Da war ich auch noch nicht von hier, glaube ich. Da an dem. Gut, hoch geht's. Es gibt so viele Mods, die auch neue Charakter hinzufügen. Und so ist sonst nur eine Angestellte, mit der du nicht interagieren kannst. Okay. War ich denn hier schon drin? Ja. Mit denen habe ich auch schon allen geredet. Jetzt hoch, dann ist da die Kneipe. Okay. Das hier, ne? Ist halt nur nicht abends. Ah. Was kann ich dir bringen? Nu-Milch. Guten Abend. Kann ich dir etwas bringen? Okay, dann sollte ich eigentlich hier nachher nochmal abchillen. Weil die Kinder werden ja sicherlich nicht hier sein, nehme ich mal an. Hier ist gerade auch noch keiner da. Dann merke ich mir das mal. Geh nochmal nach oben. Achte auf meine Energie. Und dann gucken wir mal, ob hier noch jemand ist. Später. Hier ist, glaube ich, so ein Brett, wo man Aufgaben machen kann. Ah, Eierfest. Hayleys Geburtstag. Ach so, süß. Die ist auch die Geburtstage. Kinda cute. Vor allem Freitagabend sind alle in der Kneipe. Okay, gut. Alle. Hier ist ein Brunnen. Hier war ich auch noch nicht. So was reinschmeißen. Und hier oben müsste jetzt noch irgendwas. Ach, zwar ein Spielplatz. Oh, süß. I hurt myself. They to see if I still feel. So, jetzt haben wir 15 Uhr. Gehen wir nochmal ins Pierre's. Mittwoch ist Ruhetag. Gibt's nicht. Es ist verschlossen. Also, das darf nicht verschlossen sein. Um 15 Uhr machen die zu? Ich habe eine Blasentzündung. Boomfest wird ein Heartbreak sein, wenn dich jeder rejected. Ach so, das ist wie in Story of... Oh, was passiert denn da oben? Ah, sie hatte ich noch nicht. Ah, doch, hatte ich schon. Bro, mach die Tür auf. Ich brauche ein bisschen Testo. Verdammt, der lässt mich nicht. Okay. Ist auch nicht sonderlich viel. Du brauchst Energie, wenn du deine Werkzeuge benutzt. Ach so, nur dann. Beim Rumlaufen nicht. Doch, beim Rumlaufen vergeht es doch auch schon. Ich will mal gucken, ob die noch sauer auf mich ist. Wie viele Leute fehlen mir jetzt noch? Ah, hier sehe ich das ja. Erste Schritte. Und sag hallo. Immer noch vier Leute. Immer noch vier Leute. Aber ich kann auch nicht sehen, wer noch fehlt. Aber gut, jetzt warten wir kurz bis 18 Uhr und dann hoffe ich, kommen die da alle. Sie hatte ich da noch nicht. Hier, ich habe... Doch, hatte ich schon. Ich habe Gerüchte über seltene und mächtige magische Ringe gehört, die vor langer Zeit von vergessenen Zivilisationen geschmiedet wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob es wahr ist oder nur ein Märchen. Hm. Ich auch nicht. Hier ist kein Dorf. Okay, also gehen jetzt abends schon alle rein. Hier ist ein Friedhof. Hast du mit Sebastian, Maro und Sebastian geredet? Zwei Sebastians? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So. Die sind, ah, die kommen jetzt alle. Lea, es ist nett, dich kennenzulernen. Cool, die hatten wir noch nicht. Dann kann ich die jetzt alle abfangen, ne? Die gehen jetzt nämlich alle zur Bar saufen. Dann warte ich jetzt einfach hier. Ist ja perfekt. Kommen ja alle zu mir. Oh, da oben ist auch noch ein neuer. Den hatte ich auch noch nicht. Hey! Da kommen sie alle. Alex, ich habe dich gerade trainieren sehen. Wenn du kein Mädchen wärst, würde ich dich glatt zum Ballspielen einladen. Schon okay. Ich schaue einfach aus der Ferne zu. Ich will mit dir Ball spielen. Sauer, was soll ich? Ich will mit dir Ball spielen. Wirklich? Ich habe dich wohl unterschätzt. Mein Arm schmerzt ein wenig, aber vielleicht nächstes Mal. Hier. Pam, es lief in letzter Zeit nicht so gut. Ich habe meinen Job als Busfahrer verloren. Wenn ich den zurückbekommen würde, könnte ich dich zur... Kaliko-Wüste fahren. Okay, ich guck mal, da ist gerade noch einer reingegangen. Hier. Bro, warte! Warte! So. Ach, das ist Sebastian. So. Ah, du bist gerade eingezogen. Richtig cool. So. Ich sehe schon. Ich sehe schon die Crushes meiner Community. Es macht langsam alles Sinn.
Es macht alles Sinn, ne? Hier immer die Hot Boys werden gedatet, ne? Kleinen Schweinchen. So. So, jetzt dürften ja eigentlich nur noch zwei fehlen. So, erste Schritte. Ja, fehlen nur noch zwei. Die müssen jetzt kommen. So, der Sebastian steht da vor der Hütte rum. Und jetzt ist 18 Uhr. Ich hoffe, die kommen alle. Da, den hatte ich auch noch nicht. Hey, bra. Shane. Oh, dieses Wetter macht mich durstig. Ach, das ist Shane. Der Shane ist einfach nur pisst. Den Shane. It's such a Shane. Den hatte ich auch schon. Ich warte hier und guck mal, was so alles geht. Ne? Hier, den hatten wir, glaube ich, auch schon. Kommen ja wirklich alle zur Bar. Also im Prinzip müsst ihr einfach alle nur hier abchillen ab 18 Uhr. Dann könnt ihr allen Hallo sagen. Okay. Ich kann aber alles shippen, ne? Ich kann auch Girls shippen. Das ist egal, oder? Hoffe ich zumindest. Ich habe Harvey gedatet. Shane und der Zauberer. Shane hatte schon den Zauberer noch nicht. Kommt der Zauberer auch in die Bar? Weil wo ist denn der? Der ist ja nie in seinem Zuhause. Vielleicht muss ich da dann nochmal einen Abstecher machen. Gut, ich kann mit Girls zusammenkommen. So, ich glaube, dass das jetzt erstmal war. Oder gibt es da eine bestimmte Uhrzeit? Was kann ich dir bringen? Den habe ich jetzt allen Hallo gesagt. Es fehlen jetzt nur noch zwei. Alle mit zwei grauen Herzen. Fast jeden. Okay. Also die Vergebenen kann ich halt nicht daten. Ich gehe jetzt nochmal zum Zauberer. Bei dem brauche ich auf jeden Fall noch. Ich sehe jetzt gerade auch keinen mehr. Der hier jetzt irgendwie herkommt. In die Bar. Harley fehlt noch. Haley. Wo finde ich die oder den? Maro fehlt noch. Oben neben dem Zelt wohnt sie. Okay, nice. Und der Zauberer. Von Oz. Der hier ist. Du musst erst oben ins Community House. Das Community House? Question mark? So, wo ist denn seine Hut da? Wahrscheinlich ist der wieder nicht da, oder? Haley ist wirklich die Cuteste, sie hilft dir später auch bei dem Hof. Die finde ich neben dem Zelt. Und die ist jetzt nicht in der Bar. Es ist verschlossen. Ach, verdammt. Community House ist die Schule. Ach so, aber die ist ja noch nicht gebaut. Da ist ja noch keiner, deswegen. Gehört zur Story, du triffst. Zuerst, wenn die Story das will. Also gehört er auch nicht zu den Leuten, denen ich jetzt Hallo sagen muss. Da waren wir auch schon. Dann gehen wir nochmal in die Bahn, dann gehe ich hoch zum Zelt. Aber der Zauberer fehlt halt noch, aber laut euch kann ich den ja eh nicht treffen. Jetzt gerade. Zumindest. Ragnunzel wohnt da, genau. Ragnunzel. Gucken wir mal. Vielleicht ist noch jemand Neues reingekommen. Bei all den Orten auf der Welt hast du diese Stadt gewählt? Hä? Oh mein Gott, lass mich da jetzt rein. Hau ab! Oh nein, die gehen schon wieder. So, ist hier irgendwas Neues da? Hatten wir alle schon? Den hatten wir auch schon. Niemand Neues da. Den? Vergiss nicht, dir die Hände vorzuhalten, wenn du liest. Ach doch! Den hatte ich noch nicht. Nee, doch. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Es ist noch 22 Uhr. Und dann weiß ich auch nicht mehr. Den hatten wir schon. Der latscht jetzt nach Hause. Wo war das Zelt nochmal? Hier ist das Community House. Und wo war diese Haley? Rechts davon, links davon. Schulplatz. Kennst du schon Robin? Weiß es nicht. Wir gucken gleich nochmal, wen ich noch nicht habe. Dann könnt ihr mir helfen. Sonst gehe ich einfach nochmal nach Hause und mache jetzt erstmal die Aufgabe mit meinen Samen. Ich glaube, dass es jetzt hier keine Hauptaufgabe ist, die man machen muss, oder? Nehme ich mal an. Weil hier neben dem Zelt ist ja niemand mehr. Oder pennt die etwa mit dem in einem Zelt? Nö.
Hey, was höre ich denn da? Wer arbeitet denn da? Ach, hier. Aber wie komme ich da runter? Ah, den habe ich noch nicht. Hm, was sind das für Geräusche? Hey, bra. So. Nee, kann ich nicht reden, ne? Ich komme da nicht hin. Da komme ich noch nicht hin. Mau wohnt da im Haus. Gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Ich falle gleich wieder um. Oh, 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 oh. Ja, müde, alles gut. Ich bin jetzt eigentlich den ganzen Tag nur durch den Regen gelaufen, um irgendwelche Leute zu treffen. Deswegen jetzt schnell ins Bett. Nachts durch den Wald, wo irgendwelche Menschen darauf warten, mich zu überfallen. Ganz, ganz toxisch hier. Schnell, schnell. Oh Gott, ich schaff's noch. Mich durch. So. Boah, ich muss hier echt mal aufräumen, das ist ja furchtbar. Kommen die Sachen eigentlich wieder, die Steine? Nee, ne? Die sind dann endgültig weg. Oh Gott, ja, schnell ins Bett. Ganz durchnässt und krank. Toll. Wow. Gucken wir mal den Wetterbericht an. Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Eine Meldung an alle Leute im Sternentautal. Schaut euch südwestlich der Stadt nach Frühlingszwiebeln um, wo der Fluss ins Meer mündet. Hin und wieder könnt ihr eine ganze Menge von ihnen dort finden. Die habe ich doch, oder? Nee, das sind Meeredisch. Wetterbericht. Willkommen bei Kosu. Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Sehr schön. Und was haben wir hier? Der Wahrsager. Willkommen zurück. Die Geister sind heute leicht verstört. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Okay. Ich würde sagen, wir verkaufen mal ein paar Sachen. Das hört sich schon fast gruselig an, die Kiste. Verkaufen wir mal ein bisschen was. Why not? Yo, 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 yo. So, und was ist mit meinen Sachen hier unten? So, nochmal gießen und morgen müssen die eigentlich ready sein. Und dann räume ich mal ein bisschen den Hof auf. Oh, da oben ist doch Wasser gewesen, oder? Oder wie kann ich das nachfüllen? Ist hier nicht was zum Nachfüllen? Oder muss ich es hier einfach beim Brunnen oder so machen? Ein Teich einfach? Ah, okay. Okay, super. So, ich mache hier mal ein bisschen Platz, weil mich macht das irgendwie ein bisschen narrisch, dass man hier nicht irgendwie durchkommt. So. Bäume kommen doch immer wieder. Ah, okay. Ich mache auch mal jetzt kurz die Sachen hier weg, auch wenn ihr sagt, nur, dass ich halt wenigstens die Wege so ein bisschen frei mache. Bisschen durchkommen. Ja! Ja. Und scheinbar kann ich das Ganze ja auch noch verbessern. Weil ich würde jetzt gerne meine Pflänzchen mal machen. So. Oh, was ist das? Du hast eine Geode gefunden. Wow. Das ist nämlich auch die Energie gleich weg wieder, gell? Wenn man mal ein bisschen was abbaut, dann ist man schnell am Äsch. Unkraut kannst du auch wegmachen. Nur das Gras am besten noch nicht. Ah, okay. Ah, okay, okay. Also das meint ihr ja. Easy. Okay, gut. Good to know. Machen wir noch ein bisschen das weg. Es macht echt Spaß. Also das Zeugs jieten geht schnell und macht Spaß. Finde ich gut. Tjak. Tjak. It's kind of fun. Oh Gott, ich dachte gerade, ich kann meine Sachen kaputt machen. Tja. An die Hacke. Plupp. So, und dann brauche ich nochmal hier das. Spielt ihr eigentlich gerade Palia oder sowas in die Richtung? Oder auch das, was ich Fae Farm oder sowas? Spielt ihr das gerade? So, da ist hier mal so ein bisschen cleaner. Das ist doch schon viel schöner. Hier oben noch ein bisschen Zeugs weg. Kleiner Tipp, behalte Steine und Hölzer für später. Ja. Glaube ich, eine gute Idee. Also nicht verkaufen. Ich würde sagen, die Sachen farmt man. Ich glaube, da braucht man später voll viel, um sein Haus und alles zu upgraden. Könnte ich mir vorstellen. Oh, ich liebe die Geräusche. Sind so satisfying. Das
macht halt bestimmt Spaß, wenn man sich, wenn man das gut kann. Oh, das ist eine Höhle. Okay. Kann ich noch irgendwas machen. Mit der Schaufel wahrscheinlich, aber jetzt gerade noch nicht. Ich gucke mir später, glaube ich, mal so ein paar Höfe an, was man so aus den Sachen machen kann, wenn man das Spiel suchtet. Weg damit, Unkraut weg. Yeet. Yeet, yeet. Und die Bäume, sind die auch sinnvoll, die wegzumachen oder lässt man die erstmal? Schau in der Höhle am besten jeden Tag vorbei. Okay. Ich bin gerade bei Tag 9 im Singleplayer-Modus und bei Tag 23 im Multiplayer. Hey, Fan. Die kleinen Baumstümpel kannst du auch wegmachen. Boah, dauert ganz schön lang. So, ich packe das mal alles schon mal in die Kisti. Oh, ups. Yay, 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 yay. So, okay. Dann nehmen wir das auch noch mit. Aber die kommen wieder nach, oder? Die Baumstümpfchen. Flap. Flap, 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 flap. Yay. Satisfaction Guarantee. Ist das eigentlich auch für die Switch? Stimmt, oder? Ja, gibt's, glaube ich. Achso, und die Babybäume kann man auch immer wieder wegmachen. Babybäume. Okay, machen wir noch die paar Steinchen weg. Und dann gehe ich pennen. Weil ich möchte nämlich, dass meine Pflänzchen hier wachsen. So. Okay. In der Höhle musst du es täglich nachsehen. Okay. So, es war jetzt 12, aber ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet, ja. Ab ins Nest. Vierter Tag im Frühling, Jahr 1. Hofarbeit, Sammeln, Fischen, Minenarbeit, anderes. Mhm. Mhm. Tag 5 im Frühling. Wie viele Tage gibt es da? 31? 13 Uhr Schlafenszeit. Willkommen vom Leben eines, oder im Leben eines YouTubers. Oh, schön gießen. Das kann man echt schön gedrückt lassen. Wunderbar. Das liebe ich, wenn das so schnell geht. Super, super, wunderbar. So. Dann machen wir mal ein bisschen weiter die Hofarbeit erstmal. Ein bisschen weiter abbauen. Blum, 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 blum. Hm? Das kann man auch... Wenn ich den Stumpf wegmache, kommt kein neuer Baum. Ne? Das ist wie in Animal Crossing wahrscheinlich. Ich hab Post. Mach ich gleich auf. Also heißt quasi neue Baum, also Bäume, Stümpfe wegmachen, kein neuer Baum. Ist das korrekt? Ja. Okay. Bedeutet, die Bäume hier unten lasse ich jetzt mal. Weil die hätte ich gerne weiterhin schon noch. Das ist, eine, ist nicht stark genug. Okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. Und die großen kann ich wahrscheinlich auch nicht wegmachen. Nee. Okay. Habe ich verstanden. So, wir haben Post. An unsere geschätzten Yoyama-Kunden. Unsere Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind, gemäß Joja GmbH Gesetzänderung. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten. Ich weiß ja nicht, ob ich die so sympathisch finde. Diese Joja-Markt-Dings ist irgendwie komisch. Vor allem, da habe ich ja auch drin gearbeitet schon. Und irgendwie sah ich auch nicht so gesund aus. Du kannst auf deinem Grundstück neue Bäume pflanzen. Ah, okay, es ist wie bei Animal Crossing oder was man dann sagen kann, okay, ich kann neue pflanzen. Das ist gut. Ich gucke auch mal, ob ich irgendwas Neues bauen kann. Was geht denn da? So kann man da auch so Blaupausen künftig machen, Fackeln. Finde ich eigentlich ganz cute. Kann man Fackeln machen? Oder lernt man die Sachen mit der Zeit dann? Und Böden kann ich schon machen. Oh, süß. Böden. Warte mal, ist denn Pflasterstein, Holz,
Pfad. Pflasterstein. Okay, so viel kann ich gar nicht machen. Okay. Yay. Yay, yay. Oh, das kannst du ja richtig süß machen, deine Farm. Oh mein Gott, ich liebe es. Badabababa. Okay, sau cool. Nice. Ich glaube, hier will ich keine Bäume haben. Bekommst neue Rezepte mit höheren Skill-Level, aber kannst du auch welche verkaufen. Okay. Du bekommst ein Upgrade für die Höhle. Wenn du genug Geld verdienst, hast du ab und an, solltest du jeden Tag in der Höhle vorbeischauen, aber vorher sollte da noch nichts sein. Okay, ich guck gleich nochmal rein, aber ich glaube, dass das drin ist. Aber für den Fall der Fälle, warum nicht? Und eine Schaufel müsste ich ja eigentlich auch noch kriegen, oder? Voll das Riesengrundstück hier geschenkt bekommen, ey. Verrückt. Okay, hier ist nix. Oder kann man da irgendwie rein noch hier? Nee. Das macht schon Spaß. Vor allem, weil man das gestalten kann, man so cute machen. Man kann ja voll süß alles gestalten. So, ich bin gleich schon wieder am Ende. Ich bin gerade bei 10 Uhr. Das Bäume hacken macht dann viel mehr fertig. Vielleicht wäre es erstmal besser, wenn man nur die kleinen Stämme am Baum hier, also den Boden, die erstmal kaputt macht. Da kriegt man zwar nur eins. Das macht dich nicht gleich so fertig. Okay, ich tue das mal in meine Kiste reinpacken. Yep, 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 yep. Und fischen vielleicht. Fischen könnte ich mir schon noch vorstellen, dass das viel bringt. Das mache ich jetzt noch. Bevor ich schlafen gehe um 12. Um uns noch einen Fisch. Essen bringt mir wahrscheinlich was um wegen Energie, oder? Ich hoffe, ich falle jetzt nicht gleich um. Oh, es war zu spät. Ich gehe jetzt schlafen. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich umkipp. I got a feeling. Oh Gott, bitte geh einfach schnell ins Bett. Wenn ich in meinem Haus umkipp, dürfte mir eigentlich nichts passieren, oder? Samenstufe 1. Axtdefekte aktiviert. Das sieht aus wie ein Nussriegel. Cool. Das heißt, umso mehr ich acker, umso stärker wird meine Waffe? Oder muss ich die upgraden? Wetterbericht. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Oh, was sagt der Wetter? Was sagt die Vor... Nein. Was sagt die Wettervorhersage? Die Wahrsagerin? Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben. Und Geister sind was? Ja, 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 ja. Cool. Yay, 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 yay. Geil. Das ist Zeug hier geerntet. Look at this. Hier. Erste Schritte. Ja, gib mir das Geld. Was haben wir hier? Tiere aufziehen. Baue einen Hühnerstall. Robin, die örtliche Schreinerin, lebt im Norden der Stadt. Im Gegenzug für Materialien und Geld baut sie dir neue Gebäude auf deinem Hof. Mit ihrer Hilfe kannst du einen Hühnerstall oder Stall bauen. Geil. Wenn du an Erfahrung gewinnst, wirst du neue Rezepte zur Herstellung entdecken, die deine Einkünfte erhöhen und dein Leben einfacher machen. Eine Vogelscheuche zum Beispiel wird Krähen davon abhalten, sich an deiner wertvollen Ernte zu vergehen. Ah, erreiche Hofarbeit, Stufe 1 und stelle Vogelscheuche her. Oh, nice. Ja, wisst ihr, was mir richtig gefällt? Der Progress, den man hat. Aber wo kriege ich die Vogelscheuche her? Der Progress gefällt mir mega gut. Also der geht echt schnell, dass wir direkt an die Tiere können. Finde ich mega, mega cool. Also ich hätte mega Bock auf weitere Folgen. Falls du auch Bock hast, lass mir viele Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Weitere Tipps und Tricks in die Kommentare und auch, ob ihr weitere Folgen wollt. Ich mache das immer so ein bisschen abhängig von, wie die erste Folge schon ankommt. Und dann könnte ich mir definitiv vorstellen, eine zweite Folge zu bringen. Und ich glaube, ich werde mir das Spiel, wenn es für die Switch gibt, für die Switch spielen, weil dann kann ich im Bettchen zocken. Also richtig, richtig geil. Macht Spaß. Und ich kann euch gar nicht wirklich sagen, warum. Es ist alles. Es ist der Progress. Es ist, wie man designen kann. Es ist die Musik. Es sind die Soundeffekte. Es ist die Story. Es ist niedlich. I like it. I like it. Also schreibt noch mal gerne rein, wie viele Stunden ihr schon in den Game habt, die kleinen Suchtis. Und wir sehen uns, wie immer, in den nächsten Videos.